Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekaufvideo von mir. Es ist mal wieder ein App-Kaufvideo. Ich muss die Pferde noch abarbeiten, die ich mir aus der App geholt hatte. Deswegen verzeiht es mir. Aber ist ja auch mal interessant zu sehen, was für Pferde es so in der App gibt. So, wir stehen hier mal wieder bei Marlies Farm, die das letzte, ne, die das erste App-Kaufvideo geguckt haben mit Frostheart. Die wissen, was das heißt. Und zwar ein anderer Mustang ist eingezogen. So, dann gehen wir uns die Süße mal angucken. Es ist eine Stute. So viel schon mal vorweg. Und da steht sie. Ha, ist sie nicht hübsch? Ist sie nicht hübsch? Hübsch? Ist sie nicht hübsch? Ich finde sie hübsch. Ich finde sie total hübsch. Oh. Erstmal ein paar Fakten so zum Mustang. Nee. So. Guck mal, sieht doch niedlich aus. Erstmal ein paar Fakten so zum Mustang. Der Mustang ist von 2016. Er ist ein Generation 2 Pferd. Er kostet 969 Star Coins. Es gibt sie in 11 Farben. 7 davon gibt es hier auf Marlies Farm. 3 davon gibt es in der App und einer steht in Dundle. Er hat eine spezielle Animation. Und er ist ab Level 7 kaufbar. Ich lese trotzdem nochmal den Text vor, den es beim Mustang gab. Die Animation werde ich aber wahrscheinlich mit Musik unterlegen. Weil ich habe dich schon mal kommentiert und das muss ich nicht nochmal machen. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann guckt nach dem anderen App-Kauf-Video. Ich kann euch das auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und dann könnt ihr euch da da nochmal meine Meinung dazu anhören. So, also der Mustang kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 2, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 2. Ist am Level 7 Kauf und kostet, wie gesagt, schon 969 Star Coins. Ist damit eins der teuersten Pferde in Star Stable überhaupt. Ja, er ist nicht kältebeständig, hat allerdings eine spezielle Animation. So. Der Mustang ist eine Pferderasse aus der Wildnis Amerikas. Der Name kommt vom spanischen Mesteño, was so viel wie Ausreißer oder Wilder heißt. Ein passender Name für eine Rasse, die ursprünglich domestiziert war und sich dann zu Wildpferden entwickelte. Da es keine festgelegten Zuchtstandards für den Mustang gibt, kann das Aussehen von Pferd zu Pferd stark variieren. Einige der häufigsten Farben sind jedoch braun, kastanienbraun und rötlich-grau. So. War ja nicht viel, deswegen. So, ich habe mir auch schon ein Outfit. Ach, ja doch. Hallo! Da. Ein Outfit für die Süße rausgesucht. Also, wie gesagt, sie ist eine der drei Farben in der App. Ach ja, ich habe noch gar nicht gesagt, wie die heißt, gell? Ich habe die kleine Summer Shine getauft. Meine kleine Summer. So, dann gibt es jetzt erstmal die Klamöttchen an. Ich habe ihr extra keine Gamaschen gegeben, weil ich gerne möchte, dass man das Beinabzeichen sieht. Finde ich total hübsch. So, wir gehen direkt hier aufs Feld nebenan und gucken uns die Animationen an. So, ab hier werde ich jetzt mit Musik unterlegen. Wie gesagt, falls euch meine Kommentare dazu interessieren, könnt ihr in dem anderen Video nochmal gucken. Ich werde auch das Interface ausblenden und ich hoffe, dass alles so klappt, wie es sein soll. Die Animation. Wenn ihr dieses Buckeln machen wollt, dann müsst ihr im Stand auf Leertaste drücken. Und ich würde sagen, reite jetzt mal zum Friseur und dann sehen wir uns da wieder. So, hier stehen wir beim Friseur.
erst einmal die Standardmähne. Die Standardmähne finde ich einfach ganz okay. Wie gesagt, das Pferd ist von 2016. Man kann es nicht mit den Pferden von heute vergleichen. Ich finde es aber trotzdem ganz okay. Den Shop finde ich ganz schön. Ich finde es auch schön, dass so ein paar Strähnen auf der anderen Seite liegen. Macht was her, finde ich. Der Shop, finde ich, passt zur Mähne. Ist nicht so angeklatscht wie andere. Klar, zu diesem Zeitpunkt hatte die Mähne noch keine Animation. Also der Shop hat nicht mitgewippt etc. Der Schweif ist ein bisschen zu verwaschen. Und ich mag das nicht, wenn da unten diese Strähnen so dick sind. Aber es ist okay. Ja, Zöpfe sind halt Zöpfe. Ich finde irgendwie mit den Zöpfen sieht sie sehr nach einem Esel aus irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Gut, hier sieht man natürlich dann ihre Blässe. Ein kleiner Fleck. Total süß. Der Schweif hier ist eine absolute Katastrophe, also da ist überhaupt kein Detail drin, das ist einfach nur hingeklatscht. Mach mal das Köpfchen hoch. Komm, Summer. Danke. Die Mähne finde ich auch noch okay. Hier finde ich, sieht das ein bisschen befremdlich aus, dass auf der einen Seite nichts ist. Dadurch wirkt der Hals ziemlich stark. Der Schopf gefällt mir überhaupt nicht. Also da ist überhaupt kein Detail drin. Schweif ist halt verwaschen, aber es geht. Hier gefallen mir diese fetten Streifen unten an der Mähne gar nicht. Fetten Strähnen unten an der Mähne überhaupt nicht. Der Schopf sieht von hier aus jetzt okay aus. Wie gesagt, der Hals sieht ein bisschen kräftig aus bei ihr. Wenn sie mal den Kopf hoch machen würde. Warum kriege ich eigentlich immer die verfressenen Pferde? Oder die ganze Zeit rumhampeln. Der Schopf ist okay. Nicht mein Favorit, aber es ist okay. Der Schweif geht gar nicht. Och, Mäuschen. Kurze Mähne ist dann irgendwie bedeutend heller als die andere. Ich finde die Zacken unten finde ich total schlimm. Finde ich schön, dass es auf beiden Seiten geht, aber den Schopf finde ich hier überhaupt nicht schön. Madame. Das könnten sie ja auch mal reinmachen, gell? Dass die Pferde zumindest beim Friseur den Kopf oben lassen. Den Job finde ich eine Katastrophe. Das sieht einfach nur aus wie eine Hand, die da oben drauf liegt. Den Schweif hier finde ich allerdings wieder okay. Es ist nicht schön, aber es ist okay. Also er hat mehr Detail drin als die anderen. Nehmen würde ich ihn trotzdem nicht. Wir bleiben bei der Standardmähne. Die gefällt mir von allen am besten. Ja, mein Fazit, was den Mustang betrifft. Es ist ein altes Pferd. Eigentlich kann ich so nicht weg. Ja, die Mähnen sind teilweise erschrecklich, genauso wie der Schweif. Die Standardmähne finde ich aber okay. Meine bekommen auch erstmal nichts anderes. Also meine Mustangs, ich habe ja insgesamt 3 Mustangs mittlerweile. Huch, jetzt stehen wir aber hier direkt im Dings. Aber ansonsten finde ich den Mustang eigentlich ganz hübsch von den Animationen her. Ja, die Animationen sind für 2016 ganz okay, aber wie gesagt, über den Mustang kann ich nicht viel meckern. Ich mag ihn. Ich finde, er hat total goldige Augen. Ich finde die Gesichter von den Mustangs total toll. Mir gefällt das Buckeln überaus gut. Es bringt nochmal so was Wildes rein quasi. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!